So, Karlsruhe, jetzt aber bitte den Applaus, den ich vorhin unterdrückt habe. Leider ein bisschen spät. Dann vielleicht noch mal Zeit für eine extra Runde Applaus. Herzlich willkommen zu unserem Science Slam Karlsruhe Effekte Special. Ist großartig, wie viele Leute hier sind. Können wir vielleicht mal ganz kurz durchzählen? Naja, ich sehe schon, das klappt so nicht wirklich. Ja. Wir sind hier der 16. Science Slam Karlsruhe. Das Ganze findet statt, wer hätte es gedacht, im Rahmen dieses Wissenschaftsfestivals Effekte. Und an erster Stelle nochmal einen ganz herzlichen Dank an den Sponsor. Dieser Science Slam wird präsentiert von Chronimed. Da kann man auch mal kurz applaudieren, finde ich. Ich weiß nicht, bei so vielen Leuten vermute ich mal, ihr habt schon einige Slam-Erfahrungen. Wer war denn schon mal bei einem Slam hier in Karlsruhe dabei? Oh. Okay, wenn wir das jetzt auch mal durchzählen, wird schwierig. Und ja, wir hatten schon so mehr Slam-Erfahrungen, so richtige Slam-Veteraninnen, Veteranen mit, ja, mehr als 5 Science-Slams hier in Karlsruhe. Da, ja, hervorragend, gut. Also, ihr wisst wunderbar Bescheid, wie es läuft. Die andere Frage, wer war denn noch nie auf einem Science-Slam? Oh, so, dann würde ich sagen, ihr könnt ja mal jetzt jemand euren Nachbarn erklären, wie es funktioniert. Nein, Scherz beiseite. Ich erkläre es euch kurz, ein Science Slam sind wissenschaftliche Kurzvorträge von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die aus ihrem Forschungsalltag präsentieren, lustig und unterhaltsam. Sie haben dafür 10 Minuten Zeit und am Ende bewertet ihr als Publikum, wie ihr diese Vorträge gefunden habt. Und nachdem die ganze Zeit hier nur ein Moderator auf der Bühne stand und von Slammerinnen und Slammern gesprochen hat, würde ich euch jetzt nochmal um eine riesige und langanhaltende Runde Applaus bitten. Und ich möchte unsere Slammerinnen und Slammer auf die Bühne holen. Und zwar Anastasia August, Karl Jäger, Vanessa Scherbaum, Simon Reif, Konrad von Buchel und Gerrit Lemke. Einen riesen Applaus bitte! Herr Oberhaus, ihr dürft euch setzen. So, ich habe das kurze Prinzip gerade schon einmal erklärt. Wissenschaftliche Kurzvorträge. Kurz bedeutet 10 Minuten. Und auch hier die ganzen Slam-Erfahrenen wissen es schon. Wir vergeben die Rolle des Zeitnehmers oder der Zeitnehmerin immer ins Publikum. Wer von euch hat denn ein Zeitmessgerät? Kann bis 10 zählen? Naja, bis 9,5? Und würde sich diese Rolle zutrauen? Wir brauchen einen Freiwilligen, idealerweise hier aus den ersten Reihen. Hier links, hervorragend. Ja, doch bitte, ein Applaus. Ich würde jetzt ja fragen, wie sie heißt. Die Yvonne, ja, bitte ein Applaus für Yvonne. So, Yvonne bekommt die Aufgabe. Wenn jeder Vortrag beginnt, die Zeit zu stoppen, nach 8 Minuten diese gelbe Karte hier gut sichtbar in die Höhe zu halten. Also, liebe Slammer, dann auf der linken Seite. Nach 8 Minuten, nach 10 Minuten diese rote Karte bitte. Wenn du sie auch Yvonne geben möchtest. So, und dann haben wir normalerweise nach 10 Minuten, ja, wir geben noch so ein paar Sekunden Gnade dazu. Nach 10 Minuten ist irgendwann Schluss. Wir haben normalerweise so eine kleine Tröte dabei. Und jetzt sind ja doch recht viele Leute anwesend. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Tröte hört. Können wir die mal testen? Nee, die normale Tröte? Die ist weg. Okay, also wir haben uns jedenfalls hier was Lauteres ausgedacht. Wir wollten es nicht so ins Publikum geben. Deswegen nach 10 Minuten 30, 10 Minuten 40 ist irgendwann tatsächlich auch Schluss für euch, liebe Slammerinnen und Slammer. Prinzip sollte klar sein. Dann die zweite wichtige Komponente, ein Science Slam. Ihr stimmt letzten Endes über den Gewinner oder die Gewinnerin ab. Wir haben beim Science Slam Karlsruhe normalerweise 2 Kategorien, Science und Slam. Wir müssen es heute ob der Menge etwas einfacher machen. Ihr habt eine Kategorie. Ihr müsst Punkte vergeben. 1 bis 10 Punkte für jeden Slammer, für jede Slammerin. Lasst dabei einfließen, wie unterhaltsam fandet ihr den Vortrag, wie kreativ fandet ihr die Präsentation, aber auch, was habt ihr gelernt über die wissenschaftliche Betätigung der Person? Was habt ihr gelernt über deren Arbeitsalltag, über deren Motivation? Nehmt ihr daraus irgendwelche Informationen mit? Es soll ja unterhalten und informieren. Dazu werden wir nun Wertungsgruppen im Publikum bilden. Die werden auch wieder mit etwas größeren
Tafeln ausgestattet und ihr habt dann die Aufgabe, mit so einer Traube Menschen um euch herum, ich würde mal sagen, so die 20 bis 30 Menschen, je nachdem, mit wem man denn so diskutieren kann, die Wertung der Slammer zu überlegen. Das Ganze funktioniert so, nach jedem Vortrag bekommt ihr 1 bis 2 Minuten Zeit, überlegt euch eine vorläufige Bewertung, na, es wären vielleicht so 8 Punkte gewesen, macht euch ein paar Notizen, ihr bekommt dazu ein Klemmbrett und nachdem ihr alle 6 Vorträge gehört habt, bekommt ihr nochmal 3 Minuten extra und legt dann eine finale Bewertung fest, die ihr dann dadurch signalisiert, dass ihr die großen Wertungskarten hochhaltet. Soweit verstanden? Gut, dann bitte jetzt nochmal Hände heben, wer eine Wertungsgruppe bilden möchte und Klemmbretter bedienen möchte. Und wir haben hier links und rechts 2 Helfer, die mal verteilen. Bei der großen Menge können nicht alle beteiligt werden. Ich bitte um ein bisschen Verständnis, aber dann auch ruhig nochmal nach hinten gehen. Ja, ruhig, lasst die Hände ein bisschen gehoben, bis die alle da sind. Und wir machen dann langsam auch schon mal weiter mit den nächsten Slams. Okay, wir lassen die Verteilung mal weiterlaufen, da wir schon ein bisschen im Zeitplan hinten dran sind, machen wir mal gleich weiter, denn dieser Slam ist doch auf eine andere Weise speziell. Das ist ein Science Slam, Karlsruhe gegen Deutschland. Das bedeutet, ich möchte als erstes einmal Anastasia August nach vorne bitten. Einen Applaus für Anastasia. Anastasia ist hier aus Karlsruhe, ihr kennt sie vielleicht schon von unserem Science Slam, den sie schon einmal gewonnen hat. Sie ist auch erfolgreiche FameLab-Teilnehmerin und war auch Teilnehmerin am letzten Deutschlandfinale. Sie führt daher ein Team aus Slammern an und repräsentiert Karlsruhe. Bitte einen Applaus für die lokalen Matadoren. Und als zweites möchte ich nach vorne bitten, zu meiner Linken, Kai Jäger, bitte auch einen Riesenapplaus. Kai Jäger ist, ich habe es diesmal noch nicht erwähnt, der amtierende Science Slam Deutschlandmeister. So, diese beiden können sich nun aus ihren Slam-Kolleginnen und Kollegen ein Team zusammenstellen. Wir werfen dazu eine Münze. Wer anfangen darf mit der Wahl? Kai hat Gott sei Dank eine Münze noch mitgebracht. Dafür, dass er die Münze mitgebracht hat, darf er auch sagen, ob Kopf oder Zahl. Okay, Kai sagt Kopf. Jetzt hoffentlich fange ich die, das könnte peinlich werden. Es ist Kopf. Ja, das war jetzt noch nicht so spektakulär, ich meine. So, damit darf Kai anfangen, sich einen Team-Member auszusuchen für sein Team Deutschland. Simon, Ralf. Die 2 Euro behalte ich übrigens. Oh. So, Anastasia, du darfst dir jemanden aussuchen für dein Team. Ja. Vanessa. So, Kai, du darfst dir wieder einen aussuchen. Dann nehme ich Gerrit, bitte. Ja, bitte nochmal einen Applaus. So. Anastasia, wen wirst du nehmen? Kolja, bitte nach vorne. So, das sind unsere Slammer-Teams. Ihr habt kurz ein paar Sekunden Zeit, euch zu überlegen, in welcher Reihenfolge ihr auftretet in diesem Teamwettbewerb. Es wird jetzt abwechselnd immer ein Slammer aus jedem Team präsentieren. Und wir werden am Ende sowohl eine Einzelbewertung, also einen Einzelsieger oder Siegerin küren, als auch einen Team gewinnen. Okay, da ihr die erste Wahl hattet, müsst ihr auch anfangen mit dem ersten Vortrag. Wer von euch soll als erstes in den Ring steigen? Gerrit, wer von euch folgt als zweiter? Anastasia, als dritter? Simon, als vierte? Vanessa, Kai Jäger und Kolja. So, die Reihenfolge steht fest. Bitte nochmal einen Applaus für euch. Also für Sie, von euch, egal. Ja, und ihr dürft auch mal applaudieren. Ach Mensch, komm, jetzt nochmal großzügig. So, ihr dürft euch setzen.
Du darfst dich für den ersten Vortrag schon mal vorbereiten. Der erste Vortrag von Gerrit Lemke. Ja, wie ihr seht, hat unsere sehr schicke Lösung, dass wir uns so hier fancy ein Science Slam Logo eingeblendet hätten und wir so elegant im Hintergrund die Präsentationen hätten öffnen können. Leider nicht geklappt, aber lieber so als gar kein Slam. So, wunderbar, die Präsentation liegt an. Ja, wir können gleich anfangen. Gerrit Lemke, er macht den schweren ersten Gang als erster Vortragender. Bitte motiviert ihn mit einem Riesenapplaus. Danke. Gerrit, du bist Literatur- und Medienwissenschaftler und bist so halber Doktor, also heißt Doktor Designatus. In welchem Status bist du? Du hast abgegeben, aber noch nicht die Prüfung bestanden. Genau, ich habe meine Doktorarbeit vor 5 Monaten abgegeben. Vor einem Monat habe ich meine Prüfung gemacht über Mondreisen im 18. Jahrhundert. Und seitdem tingle ich so rum. Ja, was man halt so macht mit diesem Thema, ne? Du hast in Hamburg, wenn ich es richtig weiß, auch ein Format etabliert, Vorlesungen mal anders. Macht ihr da Science Slams als ganz normale Vorlesungen oder wie läuft es dort? Genau genommen ist es Kiel, aber das ist ja in der Nähe von Hamburg, von hier aus gesehen. Naja, also bei dem Abstand. Genau, in Kiel haben wir ein Format Vorlesung mal anders. Da sitzen wir vor nicht ganz so vielen Leuten und erzählen ihnen was Fluffiges über Kultur, Literatur und Medienwissenschaften. Und funktioniert? Natürlich. Hervorragend. Du bist bereit für deinen Vortrag? Ja. So, dann fragen wir mal ins Publikum, sind alle Klemmbretter oder Wertungstafeln verteilt? Können wir mal kurz alle eine Tafel hochhalten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, eine große, 9. Naja. Irgendwo wird schon noch eine sein. Gut, dann freuen wir uns auf deinen Vortrag. Karlsruhe, eine Kleinigkeit haben wir noch vergessen. Wir leiten ja jeden Science Slam Vortrag mit einem auf die Plätze Science Slam ein. Und der Slam ist euer Part. Ich finde, wir brauchen das jetzt nicht üben. Wir sind spät dran, wir legen gleich los. Die Bühne gehört dir. Auf die Plätze, Science Slam! Okay, und los geht's mit einer kleinen Abstimmung. Das ist wichtig für die Zeitnehmerin, weil die wissen muss, das ist ein Eingangstest. Eingangstests zählen natürlich nie dazu. Und zwar besteht aus 2 Fragen. Bei der ersten Frage bitte ich, die Hände oben zu halten. Also die erste Frage ist, wer von euch hat in den letzten 6 Monaten einen Actionfilm gesehen? Das ist ein deutschlandweit völlig übliches Ergebnis. Hände bitte oben lassen. Und jetzt dürfen diejenigen die Hände wieder runternehmen, die in den letzten 6 Monaten ein Porno gesehen haben. Okay, interessantes Ergebnis. Das heißt, ich muss meinen Vortrag ein wenig ändern. Ich muss jetzt improvisieren. Ich kann euch nämlich nicht erzählen, was ein Actionfilm ist. Ihr müsst erst wissen, was ein Pornofilm ist. Euch fehlen die Voraussetzungen. Ich werde euch also unter anderem erklären, was ein Pornofilm eigentlich ist. Und anfangen möchte ich aber mit dem, was wir gerade schon besprochen haben. Ich habe eben gerade meine Würde verloren, wenn man die beiden Fotos nebeneinander sieht. Ich habe promoviert. Und das sieht da so schön geradlinig aus, als wäre das so ein einfacher und linearer Prozess, aber in der Tat wissen wir, das sieht ganz anders aus. Alle von uns, die eine wissenschaftliche Arbeit mal geschrieben haben, wissen, das ist immer so ein Zickzack und Auf und Ab und oft tut man gar nichts dabei. Und in meinem Fall hieß das, ich habe andere Sachen gemacht, die mehr Spaß gemacht haben. Mehr Spaß gemacht hat ein Buch über Walter Moers, das ich geschrieben habe, ein Buch über den Deutschen Buchpreis. Und schließlich, und das ist das Thema, über das ich ja heute sprechen möchte, ich habe ein Buch gemacht über Actionfilme, vor allem der 80er Jahre. Also sowas wie Sylvester Stallone. Und das Ganze hat aber nicht erst in meinem Studium angefangen, sondern schon als ich noch so ein kleiner Knirps irgendwo in Kiel war oder in Neumünster da genau genommen. Da habe ich nämlich, ach so, es gab noch einige Umwege, das habe ich vergessen zu erzählen. Es gibt da noch ein paar andere Umwege, die man hat auf dem Weg zur Promotion. Ganz angefangen hat das Ganze aber mit so ungefähr 9 oder 10 Jahren. Da habe ich, das ist die 4. große Publikation in meinem Leben. Da als 9- oder 10-Jähriger habe ich einen etwas unwissenschaftlichen Beitrag zu einem kleinen Buch unter dem Titel Das ist meine Schulklasse geschrieben. Das kennen vielleicht noch einige wenige. Das ist sowas wie das Facebook der 1980er Jahre. Das war mein soziales Netzwerk. Und in diesem Netzwerk habe ich ganz wichtige Informationen eingetragen, wie zum Beispiel die Telefonnummer meiner Eltern, die heute immer noch aktuell ist. Also ruft gern mal an, die freuen sich. Aber viel interessanter ist, ich habe als meine Lieblingsstars eingetragen so jemanden wie Sylvester Stallone.
Das ist jemand, also ne, ihr seht schon, das ist eine sehr eigenwillige Rechtschreibung. Genau genommen ist es völlig falsch, aber völlig wurscht. Sylvester Stallone kennen wir alle aus den Rambo-Filmen. Vielleicht kennen manche das, vielleicht kennen es aber auch nicht alle. Aber wer ihn nicht aus diesen Filmen kennt, dem ist der Name dennoch ein Begriff, weil der Name Rambo inzwischen lexikalisiert ist. Das heißt, er steht im Duden. Und er steht in so wunderschöner Nachbarschaft zwischen Rambazamba und dem Rambouillet-Schaf. Das Rambouillet-Schaf ist ein besonders feinwolliges Schaf, ganz im Gegensatz zu Sylvester Stallone. Daher also kennen wir wahrscheinlich Sly, Sylvester Stallone. Aber nicht nur daher, sondern auch aus einem Film, der in den letzten Jahren populär geworden ist, die Expendables-Reihe. Und damit fängt eigentlich das wissenschaftliche Problem an, das ich klären wollte. Da war ich schon Literatur- und Medienwissenschaftler und ich habe mich gefragt, ich gehe da ins Kino mit ein paar Freunden, ich komme aus dem Kino raus und ich kann niemandem erklären, worum es in diesem Film ging. Und das ist für mich ist das frustrierend, denn das ist ja mein Job. Habe ich aber nicht geschafft. Stattdessen habe ich nur in Erinnerung gehabt, da spielen verdammt viele Leute mit. Es geht um die Akkumulation von Starkapital. Mehr Stars machen einen besseren Actionfilm. Und es hat eine Menge Explosionen gegeben, glaube ich. Aber an die Einzelheiten erinnere ich mich nicht und es gab ein paar Tote. Und wenn man ehrlich ist, das war die Expendables. Es gab verdammt viele Tote. Darum ging es also in diesem Film. Und das hat für mich das Problem aufgeworfen. Ich habe ein narratives Problem. Als Narratologe, also als Literaturwissenschaftler und Medienwissenschaftler, der sich mit Erzählungen beschäftigt, warum kann ich das nicht nacherzählen, was da passiert ist? Das ist doch verrückt. Ein narratives Problem ist also, wenn man das nicht erklären kann. Das kennen wir alle. Gutenberg konnte nicht erklären, wo all seine Fußnoten verschwunden sind. Und spätestens seit gestern hat Angela Merkel ein großes narratives Problem zu erklären, warum Homosexuelle in den USA heiraten dürfen, aber immer noch nicht in Deutschland. Das ist ein politisches Denken. Also, um solche narrativen Probleme wird es auch gehen. Zwei Fragen müssen wir an Actionfilme stellen. Das erste, wie erkenne ich eigentlich einen Actionhelden? Wenn Sie sich umschauen, erkennen Sie Ihre Nachbarn an irgendwelchen Attributen. Sie erkennen Heilige daran, dass sie einen Heiligenschein tragen. Heute Abend vielleicht nicht. Sie erkennen Akademiker daran, dass sie Brillen tragen, ob mit oder ohne Doktortitel. Und sie erkennen schließlich Actionhelden daran, dass sie so Attribute mit sich herumtragen. Stirnbänder, die ihre Körperlichkeit irgendwie im Zaum halten. Oder Unterhemden, die ihre Muskeln irgendwie gebändigt bekommen sollen. Das sind solche Attribute als Gegenstände. Und natürlich gibt es genauso inkorporierte Attribute. Physische Größe, ein Wahnsinns-Bizeps oder denken Sie an die Beine von Arnold Schwarzenegger, wenn die jemand gerade vor Augen haben sollte, aus Versehen, die aussehen wie Elefantenbeine. Daran erkennen wir also Actionhelden. Und wie sehr das in unserem kulturellen Code verankert ist, das seht ihr alle, wenn ihr dieses Bild seht. Denn da imitiert ein Akademiker mit einem Doktorabschluss, den er gar nicht verdient hat, weil die Arbeit ein Plagiat ist, der posiert hier als ein Bruce Willis-Verschnitt oder als ein Sylvester Stallone-Verschnitt im fortgeschrittenen Alter. In diesem Fall muss man sagen, hat das ganz gut gemacht mit der Brille, aber es ist keine Akademikerbrille. Also auch da hat er völlig daneben gelegen. Wir erkennen also Actionhelden an ihren Attributen. Und diese Ikonologie, das heißt die Form der Bildlichkeit, die kennen wir nicht nur aus Actionfilmen. Ne? Ein nackter Mann oder halbnackter Mann mit einer übergroßen Kanone und viel Schweiß auf dem Körper, das ist eine Form der Bildlichkeit, die kennen wir aus dem Pornofilm. Und den kennen wir nicht nur aus dem homosexuellen Pornofilm, sondern ebenso aus dem gemischtgeschlechtlichen Bereich. Und das ist ganz aufschlussreich, weil diese Art der Bildlichkeit konstitutiv ist für dieses Genre. Actionfilme und Pornos brauchen eine stark ausgeprägte Körperlichkeit. Wenn man die rausnimmt, bleibt nichts mehr übrig. Soweit also dazu. Aber wie erkennt ihr jetzt eigentlich einen Actionfilm, nicht nur einen Actionhelden? Actionfilme haben Actionhelden. Aber ein Actionfilm, da haben wir wieder dieses narrative Problem. Wie funktioniert das eigentlich? Und das ist dasselbe narrative Problem, das im Augenblick Alexander Dobrindt hat, wenn er uns zu erklären versucht, warum die Maut nicht ausländerfeindlich ist, obwohl nur Ausländer sie zahlen sollen. Jemand, der sehr viel klüger ist als ich und viel, viel, viel klüger als Alexander Dobrindt, hat das Problem schon vor vielen Jahren gelöst. Das war nämlich Umberto Eco. Den kennt ihr vielleicht aus solchen Romanen wie Der Name der Rose. Der ist aber genauso als Semiotiker bekannt. Das ist ein italienischer Zeichenwissenschaftler, der sich damit beschäftigt, wie wir eigentlich die Welt verstehen. Und der hat sich mal Pornos angeschaut.
aus beruflichem Interesse. Und sein Ergebnis war, Pornos, die Handlung in Pornofilmen lebt von sogenannten toten Zeiten. Tote Zeiten sind diejenige, an die ihr euch nicht erinnert, nachdem ihr den Film gesehen habt. Das ist nämlich das Telefonieren, das Fahrradfahren, das Treppen hoch und runterlaufen zwischen den interessanten Parts. Und wenn man sich das in einem Actionfilm mal anschaut, in einem Pornofilm mal anschaut, dann sieht das ungefähr so aus. Die weißen Phasen sind die toten Zeiten. Da passiert nichts, was für die Handlung konstitutiv ist. Da kann man wegschlummern. Umberto Eco hat gesagt, da kann man als Zuschauer sich körperlich mal wieder erholen zwischendurch. Und die roten Phasen, das sind die, wo es zur Sache geht. Die grauen schließlich, das sind die Fummelszenen, wo es ein bisschen was zu sehen gibt. Und diese Struktur finden wir nun ganz äquivalent im Actionfilm. Wir haben uns in einem Projekt den ersten Pornofilm mit Sylvester Stallone und den ersten Rambo-Teil angeschaut und haben gewisse Strukturähnlichkeiten entdeckt. Und zwar in der Abfolge dieser Entspannungs- und Spannungsphasen. Und ich muss sagen, das ist wieder eine individualbiografische und tragische Analogie. Wenn ich mir anschaue, wie meine Doktorarbeit verlaufen ist, dann hat das auch ganz ähnliche Züge. Und das sind eigentlich auch die drei Sachen, die ich euch erklären wollte. Und zwar wollte ich euch erklären, was es mit dieser Ikonografie von Actionfilmen auf sich hat. Wie erkennen wir einen Actionhelden? Denn Actionfilme brauchen Actionhelden. Das zweite ist schließlich, welche strukturellen Merkmale haben Actionfilme und warum ist es nicht schlimm, wenn wir ein narratives Problem haben, wenn wir aus dem Kino kommen? Im Gegensatz zu Dobrindt, Merkel und Putin. Und das dritte schließlich, das ist auch ein ganz individueller Lernerfolg. Und zwar habe ich gelernt während meiner Doktorarbeit, dass manchmal die Seitenstraßen, auf denen man Richtung Promotion fährt, viel interessanter sind als die Hauptstraßen, die so viel befahren sind. Und dass es deshalb eine so wunderschöne Information ist, von der ich mir wünsche, dass ihr alle sie mitnimmt heute. Und zwar, was eigentlich ein Rambouillet scharf ist. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an Gerrit. Bleib kurz hier stehen. Die Leute sollen dich im Blick haben und sie nun über dein Werk reflektieren. So, es ging um Emotionen, es ging um Helden und um noch viel schmutzigere Dinge. Trotzdem habt ihr jetzt die Aufgabe, diese in harten, nüchternen Zahlen auszudrücken, wenn auch vorläufig. Nutzt jetzt bitte die Zeit. Die Klemmbrettbesitzerinnen und Klemmbrettbesitzer haben die Aufgabe, eine möglichst große Traube an Menschen um sie herum zu befragen. Diskutiert eine vorläufige Bewertung. Ihr habt einen Stift dazu, macht euch ein paar Notizen für später. Überlegt euch, was habt ihr gelernt? Wie war der Vortrag? Wie war dieser Einblick in die Wissenschaft? Nehmt euch eine Minute Zeit, dann machen wir weiter mit dem nächsten Vortrag. Vielen Dank! So, bitte langsam zum Ende kommen. Das ist nur eine vorläufige Bewertung. Und jetzt Stifte weg, ihr braucht eure Hände zum Klatschen für die zweite Slammerin des Abends, Anastasia August. Anastasia ist Postdoktorandin und Gruppenleiterin hier am KIT.
Und bevor ich Sie was über Ihre Wissenschaft frage, ich unterhalte mich ja vorher mal so ein bisschen mit den Slammern, was es so Spannendes über Ihr Leben aufzudecken gäbe. Und sie hat ein aus meiner Sicht ganz abstruses Vorhaben, und das muss ich ablesen. Sie möchte in den nächsten 6 Monaten einen Klimmzug mit Untergriff trainieren, was auch immer das ist. Und auf jeden Fall, sie meinte, naja, aber sie weiß nicht, ob sie es schafft. Und ich habe mir gedacht, wir könnten sie ein bisschen dabei unterstützen, wenn wir sie hier auf der Bühne dazu publicly committen, also wenn sie sich öffentlich jetzt hier auch mal dazu äußert, zu diesem Wunsch, und dann hier vor 2000 Zeugen sagen kann, in 6 Monaten ist es soweit. Also, gebt ihr mir bitte einen Motivationsapplaus. 6 Monate Klimmzug mit Unterarmgriff. Dankeschön. Danke. In 6 Monaten weiß ich dann vielleicht, was es auch ist. Über das Schaffen sprechen wir gar nicht. Gut, du bist bereit für deinen Vortrag. Wissenschaftlich, wenn wir mal weg vom Sport gehen, beschäftigst du dich mit Materialwissenschaften. Ja. Und du wirst uns aber heute etwas über Computersimulationen erzählen. Ganz genau. Dann würde ich sagen, die Präsentation ist bereit. Seid ihr bereit? Ja. Also Karlsruhe ist nicht bereit. Ist Karlsruhe bereit für den 2. Slam-Vortrag? Die Bühne gehört hier 10 Minuten auf die Plätze. Science! Science! Computersimulation. Überhaupt Simulation, was ist das? Haben Sie schon mal simuliert in Ihrem Leben? Bei meinem Vorstellungsgespräch fragte mich das meine zukünftige Chefin. Sie fragte tatsächlich, haben Sie schon mal in Ihrem Leben simuliert? Ich war erschrocken und sagte, meinen Sie beim Arzt wegen eines Attests oder was? Nein, habe ich noch nie. Ja? Meine Chefin konnte ihre Freude über diese Antwort sehr gut verbergen. Sie fragte dann, können Sie sich unter Simulation sonst irgendwas vorstellen? Natürlich, ja, völlig klar. Und ich habe die Stelle bekommen, denn meine beiden Antworten waren gar nicht so daneben. Ja? Jemand simuliert, wenn er etwas vortäuscht, was nicht der Fall ist oder nicht passiert. Eine Simulation ist eine Fiktion, ein Vorgaukeln, ja? Ein Scheinbild, eine Fata Morgana, ein Vortäuschen, eine Illusion eines Vorgangs, der an diesem Ort zu dieser Zeit eigentlich nicht geschieht. Toll, ne? Genau das Richtige für die Wissenschaft, oder? Ein Vorgaukeln, ein Vortäuschen. Warum simuliert man? Warum simuliert man? Ja, das kommt, wie gesagt, aus dem alltäglichen Leben eigentlich sowas. Kennen Sie diese Geschichte? Also Amy stellt sich krank und davon hat sie Folgendes. Ihr Freund Sheldon, der eigentlich Berührungsängste hat und nicht mal für das Händchen halten zu haben ist, ist plötzlich bereit, ihr die Brust mit einer Erkältungssalbe einzureiben. Ja? Das ist doch ein deutlicher Vorteil, oder? Geben Sie mir da recht. Und kennen Sie das noch? Es ergibt sich unerwarteterweise ein weiterer Vorteil, als Sheldon empört erfährt, dass sie geschummelt hat. Ja? Sofort ein weiterer Vorteil. Also, sie hat nicht umsonst simuliert, meine Damen und Herren. Bei diesem gnädigen Herrn bin ich mir nicht so sicher, was er damit bezweckt hat. Vermutlich ist dieses schöne Foto, das er noch seinen Enkeln voller Stolz irgendwann zeigen kann. Gut, also, im Leben hat man was davon, wenn man simuliert, wenn man vortäuscht. Aber warum macht man Computersimulationen? Ja? Ein Computerspiel ist eine Computersimulation, da ist der Zweck klar, da wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber warum macht ein Wissenschaftler eine Computersimulation? Ja? Warum gibt sich ein Wissenschaftler mit einer Einbildung, einer Mutmaßung, einem Trugbild ab? Warum? Ein wichtiger Grund ist, dass Simulationen helfen, Rätsel aufzulösen. Zum Beispiel war lange Zeit ein Rätsel, warum Metalle in ihrem Inneren so aussehen, wie sie aussehen. Sie sehen gleich, wie sie aussehen. Ich zeige Ihnen ein Foto, ein elektronenmikroskopisches Foto, also sehr stark vergrößert. Passen Sie mal auf. Oh. Ist das zu fassen? Sie sehen im Inneren aus, als würden sie aus kleinen metallischen Sternchen oder metallischen Schneeflocken bestehen. Und es war eine Zeit lang nicht klar, warum. Ja? Überhaupt nicht klar, warum? Ein Rätsel. Und weil es so schön ist, möchte ich es nochmal zeigen und bitte staunen Sie mit mir zusammen, lassen Sie sich fallen, lassen Sie was hören. Oh Gott, ist das zu fassen? Ja, genau, vielen Dank. Ja, also ein Rätsel. Und eine Zeit lang hat sich eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern darum bemüht, dieses Rätsel aufzulösen. Und ein Wissenschaftler denkt sich dann, okay, wenn das passiert, gibt es einen Grund dafür. In der Regel sind es dann irgendwelche physikalischen oder chemischen Gesetze, die sehr kompliziert miteinander zusammenarbeiten.
Man stellt eine Hypothese auf, das ist ein sehr kreativer Schritt. Ja, man schreibt sich ein paar mathematische Formeln dazu hin und diese sollen das Ganze erklären. Wie überprüft man das? Dass sie das tatsächlich erklären, dass sie der Grund ist, sind. Wie überprüft man das? Ja? Im Experiment das zu beobachten, sehr schwer, weil diese Formeln so komplex sind. Und da kommt die Simulation ins Spiel. Ja? Das ist der springende Punkt. Man kann einem Computer nämlich beibringen, ein paralleles Universum zu erschaffen, in dem genau diese Regeln gelten. Ja? Eine Animation, die nach genau diesen Gesetzen abläuft. Etwas Künstliches, bei dem aber genau diese Gesetze gelten. Und, ja, also gleich sehen Sie die Animation, wenn er geladen hat. Ja, Sie sehen gleich eine Simulation, die Sie hoffentlich davon überzeugt, dass diese Hypothese gar nicht so daneben lag. Ja? Hier sehen Sie ein Simulationsbild neben einem realen Bild und Sie entdecken da eine gewisse Ähnlichkeit. Und so wissen Sie, dass Ihre Hypothese wirklich Hand und Fuß hatte. Natürlich können Sie sie weiter verfeinern, aber jetzt kennen auch Sie den Grund, warum Metalle in Ihrem Inneren so aussehen. Wenn Sie jemand auf der Straße fragt, warum, sagen Sie einfach deswegen, ja? Sie wissen Bescheid. Das hat die Simulation ermöglicht, diese Erklärung zu finden. Wenn man gutes Simulationswerkzeug entwickelt hat, kann man damit nicht nur Rätsel erklären, sondern auch Vorhersagen machen. Ich hoffe, die Videos kommen gleich, genau. Ja, man kann Vorhersagen machen, wie gewisse Materialien sich unter gewissen Umständen verhalten. Ja, Sie sehen gleich noch mehr Simulationsbilder. Wir simulieren auf einer sehr kleinen Skala zwischen Mikrometer und Millimeter. Weltweit simuliert man natürlich auch auf größeren Skalen, genau mit demselben Zweck, etwas verstehen oder vorhersagen zu können. Und trotzdem, warum nicht nur Experimente? Ja? Warum simuliert man noch zusätzlich? Wozu diese künstliche Wirklichkeit, wo man doch ausreichend wirkliche Wirklichkeit hat? Ja? Warum nicht Experiment? Experimente sind durchaus wichtig, aber sie sind nicht unproblematisch. Ja? Sie sind schwer aufzubauen, sie sind schwer zu kontrollieren, sie sind schwer reproduzieren. Es ist nicht so einfach mit ihnen und Experimente können sehr gefährlich sein. Nehmen wir einen einfachen Apfel. Ist Ihnen bewusst, wie gefährlich Experimente mit Äpfeln sein können? Ist das Ihnen bewusst? Ja? Ich erinnere Sie mal, hier, oder? Unterschätzen Sie das nicht? Todesgefahr manchmal. Oder es ist ruckzuck vorbei mit dem Paradies. Ja? Auch das war bestimmt kein besonders gutes spirituelles Erlebnis. Und noch ein weiterer Punkt. Experimente können sehr kostspielig sein, weil dabei das Material manchmal restlos vernichtet wird, restlos zerstört. Ja? Experimente sind nicht immer das Wahre, obwohl sie wichtig sind. Deswegen simuliert man manchmal. Nun, wie macht man jetzt eine Simulation? Wie geht man davor? Bleiben wir beim Apfel. Angenommen, Sie wüssten nicht, warum ein Apfel auf den Boden fällt, ja, und wie, und möchten das durch eine Simulation herausfinden. Als erstes brauchen Sie ein Modell. Und das ist wirklich das Schwierigste an der Sache. Sie müssen eine mathematische, eine physikalische Beschreibung für den Vorgang finden, den Sie simulieren möchten. Und das ist richtig schwer. Da müssen Sie Ihre Kreativität spielen lassen, insbesondere erkennen, dass da eine Kraft im Spiel ist, die diese Veränderung der Lage bewirkt. Sie müssen eine Bewegungsgleichung aufstellen, irgendwie sich vorstellen, was da sein könnte, was da dahinter stecken könnte, sie hinschreiben und soweit vereinfachen, dass Sie sie einem Computer übermitteln können. Dann müssen Sie eine Vereinfachung vornehmen, zum Beispiel eine Kugel nehmen statt eines Apfels. Eine Kugel ist einfacher zu programmieren. Und wenn Sie dann mit allem fertig sind, kann es losgehen. Ja? Sie haben eine Simulation vorbereitet und ich werde sie Ihnen gleich zeigen. Ich bitte Sie wieder um ein Staunen. Sie sehen jetzt eine waschechte Simulation. Na? Na? Eine Simulation. Und wenn es zu schnell ging, jetzt nochmal hier in der Zeitlupe eine Simulation, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ich habe nicht zu wenig versprochen. Nicht zu viel versprochen. Nicht zu wenig. Gut, nun, wie überprüfen Sie, ob Ihre Simulation völliger Quatsch ist oder vielleicht doch Hand und Fuß hat? Nun, in diesem Stadium sind Sie noch auf Experiment angewiesen. Sie müssen Ihre Simulation einfach validieren, überprüfen und dann nehmen Sie einen echten Apfel, aber vorsichtig. Vorsichtig, langsam. Sie lassen den Apfel schön nach unten fallen, drehen ein Video davon und dann lassen Sie das Video neben der Simulation ablaufen.
Und wenn sie übereinstimmen, nicht wahr? Und zwar im Detail übereinstimmen, sind sie auf der sicheren Seite. Ihre Simulation ist richtig. Sie können eine neue wissenschaftliche Erkenntnis daraus gewinnen, zum Beispiel diese Beschleunigung, die im Spiel ist, bestimmen. Sie können weiter dran feilen, Sie können zu komplexeren Formen als eine Kugel übergehen und zum Beispiel die Reibungskräfte der Luft mit einrechnen und irgendwann sind Sie unabhängig vom Experiment. Jetzt können Sie den freien Fall von Gegenständen beobachten, die Sie gar nicht runterwerfen wollen oder dürfen. Ja. So, hier zeige ich eine Simulation von mir, das ist Metallschaum, das ist so ein Konstrukt aus Metall, gefüllt mit Luft, steht unten auf einer Herdplatte, oben wird es konstant gekühlt, irgendwie breitet sich da die Wärme aus. Im Experiment das zu sehen wäre sehr schwierig, erstens ist es stark vergrößert, normalerweise ist das eine Haselnussgröße nur. Auch die Wärme können Sie nicht unbedingt farblich sehen, ja, hier kann man die Simulationsdaten richtig farblich mit Farben versehen, jeder Zahl eine Farbe zuordnen und jetzt können Sie sehen, wie und wann im Gebiet, wo welche Temperatur sich wann eingestellt hat. Damit habe ich einen wichtigen Parameter bestimmt, den man davor nicht so in dieser Genauigkeit kannte von diesem System. Das hat dann meine Gruppe für weitere Proben durchgeführt und ganze Tabellen von Parametern bestimmt. Also geben Sie mir bitte recht, Computersimulationen sind genauso wichtig wie Experimente. Vielmehr ist eine Computersimulation ein Experiment, nämlich ein Gedankenexperiment. Ja? Da können Sie sich richtig austoben damit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. So kann man sie zum Beispiel simulieren, wenn Sie es nötig haben. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an Anastasia. Ihr müsst die Welt der Theorie jetzt verlassen, ganz praktisch und handfest überlegen, wie bewertet ihr den Vortrag? 1 bis 10 Punkte, sowohl Wissenschaftlichkeit als auch der Vortrag. Wieder eine Minute, diskutiert in den Gruppen und vielleicht auch die Leute außenrum. Geht ruhig aktiv auf die Leute mit den Kärtchen zu und ruft auch mal so ein bisschen rein, es soll ja so ein bisschen Diskussion in Gang kommen. 100! 1 bis 10, wer hat da nicht aufgepasst? Bitte langsam zum Ende kommen. Okay, nur eine vorläufige Bewertung, deswegen jetzt Schluss machen und wieder die Hände zusammenfügen und wieder auseinandernehmen und wieder zusammenfügen, das Ganze rhythmisch wiederholen. Einen Applaus für den dritten Slammer. Nach vorne, Simon Reif. Danke. Der Simon ist Doktorand an der Professur für Gesundheitsökonomie an der schönen Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Neben diesen komischen Dingen hat er aber auch noch komische Hobbys. Ich habe gelernt, du hast vor kurzem an der Allgäu-Orient-Rally teilgenommen, beruflich oder privat? Das konnte ich tatsächlich nicht beruflich rechtfertigen, das war nur Spaß. Also mit dem Auto nach Jordanien fahren, vom Allgäu aus, ist geil. Also ja, wie funktioniert das Rally? Also war das nicht von der Uni organisiert oder? Nee, das ist so selber mit Kumpels. Und du holst dir dann quasi ein billiges Auto in Deutschland und pimpst das ein bisschen und fährst dann. Was hattet ihr für ein Auto? 5er BMWs, aber die waren sehr, sehr verranzt. Naja, seid ihr angekommen? Selbstverständlich. Welcher Platz? 4. Okay, von 111 Teams nicht schlecht. Gut, dafür doch, da kann man auch mal klatschen. Vierter, das ist ja, also ich finde, das ist okay. Du selbst jetzt aber nicht über Autos, vielleicht über ein ähnlich emotionales Thema, über Neugeborene. Dein Vortrag heißt, warum sind Neugeborene so leicht? Wir können anfangen mit der Präsentation. Seid ihr im Publikum bereit für seinen Vortrag? Bitte einen Applaus. Ja. Dann gehört die Bühne dir. Auf die Plätze, Science!
Moment, Moment, das müssen wir nochmal üben. Das war ja nichts. Das war auch nicht so gut. Karlsruhe, bitte. Simon ist aus Nürnberg extra hergekommen, um zu slammen. Ein riesengroßes auf die Plätze. Science! Yeah! Geil. Ja, ich bin Simon. Ich forsche darüber, warum Neugeborene so leicht sind. Und ihr habt ja vorhin schon ein bisschen gelacht, wie Philipp das gesagt hat. Wahrscheinlich, weil ihr das irgendwie absurd findet, warum zu leicht. Ganz klar, die haben halt noch nicht so viel Schnitzel gegessen. Und überhaupt, warum zu leicht, wenn man was über Geburtsgewicht mal gelesen hat in so Trash-Medien, war das sowas wie das hier. Ne? Also dieses wunderhübsche Mädchen hört auf den zweideutigen Namen Shihat und ist ihrer Zeit 2011 als schwerstes auf natürlichem Weg in Deutschland geborenes Baby bekannt geworden. Wenn man da auf die Waage schaut, fast 6 Kilo, da möchte man nicht die Frau sein. Ist aber in echt ja nicht ganz so schlimm. Also das hier ist eine Verteilung vom Geburtsgewicht in Deutschland von einer 10% Stichprobe 2008 bis 2012. Man sieht auf der X-Achse das Geburtsgewicht in Gramm und man sieht auf der Y-Achse, wie viele Beobachtungen das waren. Und was man sieht, ja gut, im Schnitt wiegt so ein Neugeborenes halt so 3,5 Kilo. Ist immer noch relativ viel. Also stellt euch vor, ihr trinkt 7 halbe Bier und geht dann erst schiffen. Also nicht ohne. Was man noch sieht, ist, dass diese Verteilung ist nicht schön glatt, sondern die hat überall so Sprünge drin. Und das ist immer bei 50 und bei 100 Gramm Intervallen von den Gewichten. Das heißt, im Krankenhaus nehmen die es nicht so komplett genau mit der Gewichtsmessung, sondern die runden halt ein bisschen. Ich persönlich bin auch ein Opfer von dem Ganzen. Ich habe angeblich genau 3300 Gramm gewogen. Ich habe es damals schon nicht geglaubt. Richtig faszinierend wird es, wenn man sich die niedrigen Geburtsgewichte anschaut. Also, dass die gleiche Verteilung, nur eben sieht man nur bis 2700 Gramm. Und was man hier sieht, neben diesen ganz normalen Rundungssprüngen, sind auch andere erhöhte Häufigkeiten, immer da, wo ich die roten Linien eingezeichnet habe. Und diese Häufigkeiten kann man nicht, also dass da diese Sprünge nach oben gehen von der Verteilung, das kann man nicht mit Runden erklären. Das sind nämlich sehr, sehr unrunde Gewichte, die es bei deutschen Babys ganz häufig gibt. Also niemand rundet auf 999 Gramm. Aber um zu verstehen, warum so viele Babys mit 999 Gramm geboren werden, muss man wissen, wie das Abrechnungssystem in deutschen Krankenhäusern funktioniert. Das folgendermaßen, es gibt das sogenannte Fallpauschalsystem, also kluge Leute haben sich zusammengesetzt, haben überlegt, was für Krankheiten werden denn so ins Krankenhaus kommen in Deutschland, hat dann 600 gefunden und hat dann jeden dieser potenziellen Fälle, die ins Krankenhaus kommen können, einen Geldbetrag zugeordnet. Und das heißt, egal welches Krankenhaus es ist, das kriegt immer für eine Fallpauschale die gleiche Menge an Geld. Inzwischen haben wir 1200 dieser Fallpauschalen, also war ein bisschen ungenau, was die am Anfang gemacht haben. Bei Neugeborenen ist es recht einfach. Also die Fallpauschale, die ein Neugeborenes bekommen kann, richtet sich im Endeffekt nach den zwei Sachen, die schlecht sind. Das ist einmal ein sehr niedriges Geburtsgewicht und das auf der anderen Seite, wenn es viele Komplikationen hat. Wenn wir jetzt mal annehmen, es gäbe nur 4 Fallpauschalen für Neugeborene in Deutschland, dann wäre das ungefähr so. Also wir haben einmal so ein normalgewichtiges Neugeborene ohne Komplikationen, normalgewichtiges Neugeborene mit Komplikationen und dann halt untergewichtige Neugeborene mit und ohne Komplikationen. Und dann setzen sich Krankenhäuser und Krankenkassen zusammen und verhandeln und sagen, okay, so für die Behandlung von so einem Standard-Baby, da gibt es halt so einen kleinen Haufen Geld und für die zwei mittelschweren Fälle gibt es halt mehr Geld und für den ganz, ganz schweren Fall gibt es halt sehr viel Geld. Und das ist tatsächlich so, nur dass halt, wir sind ja in Deutschland, ein bisschen komplizierter ist. Also es gibt 9 verschiedene Gewichtsgruppen und 6 verschiedene Schweregrade, aber überall liegen die Babys da drin. Und überall wurde da halt ein Geldbetrag verhandelt. Das ist hier noch ganz übersichtlich, halt je schwerer der Fall und je leichter das Neugeborene, desto mehr Geld. Wenn man sich das für alle anschaut, dann sieht man zwei Dinge. Erstens mal, die Behandlung von Neugeborenen, die viele Probleme haben, ist sehr, sehr teuer. Und man sieht eigentlich nicht mehr viel auf dieser Grafik. Deswegen zoomen wir mal ran hier beim dritten Schweregrad-Cluster und um die 1000-Gramm-Grenze. Und da ist ganz klar natürlich, das linke Baby ist leichter als das rechte Baby. Aber wenn man genau an die Grenze schaut, also sie haben ja alle gleich viele Komplikationen, und wenn man genau an die Grenze schaut, das eine wiegt 999 Gramm und das andere wiegt 1000 Gramm. Die sind eigentlich identisch. Aber das Krankenhaus, wenn es ein 1000 Gramm Baby behandelt, bekommt 20.000 Euro für diese Behandlung. Und wenn es ein 999 Gramm Baby behandelt, bekommt es 40.000 Euro. Und diese Sprünge hat man überall. Also immer, wenn man so eine rote Linie unterschreitet, gibt es deutlich mehr Geld fürs Krankenhaus. Und von daher muss man sagen, die deutschen Krankenhäuser haben ziemlich Glück, dass das hier die Geburtsgewichtsverteilung ist. Also, wobei es vielleicht nicht nur
Glück ist, also es gibt eine ganz praktische Sache bei Neugeborenen, zum Beispiel liegt man die auf die Waage und stellt fest, ah Mist, knapp über so einer Grenze, also ein sehr unlukrativer Fall, und dann wartet man einfach kurz und dann regelt sich das schon von selber. Man kann auch einfach ein niedrigeres Geburtsgewicht hinschreiben, und das, also noch einfacher, aber das Bild ist lustig. Gut, also wir sehen, da wird wohl vielleicht ein bisschen beschummelt. Was ich mich dann gefragt habe, okay, wie wird denn beschummelt? Also beschummeln die Leute in den Krankenhäusern rational, weil dann würde man erwarten, sie würden immer dann viel beschummeln, wenn es sich halt finanziell lohnt. Und um das zu testen, mache ich mir diese Struktur hier zunutze, weil ich weiß nämlich genau, wenn ich in diesem ersten Komplikationscluster drin bin, und ich habe ein Neugeborenes mit 2500 Gramm und ich manipuliere ein bisschen am Gewicht, dann lande ich in der Fallpauschale. Es kann nicht passieren, dass ich irgendwo in so ein anderes Komplikationscluster reinfall. Das heißt, die Leute können im Krankenhaus immer nur innerhalb so eines Komplikationsclusters sich entlang beschummeln. Das heißt, ich schaue mir jetzt die Verteilung an von den Neugeborenen nur in diesem ersten Cluster. Schaut dann so aus, dann frage ich meinen Computer, hey, da sind seltsame Sprünge, was glaubst du, wie sieht diese Verteilung aus ohne die Sprünge? Sagt er, ah, ungefähr so. Und dann zoomt man ran und schaut sich an, bei 2500 Gramm nimmt man sich ein Intervall, zum Beispiel 50 Gramm, also von 2450 Gramm bis 2499 Gramm. Wie viele Neugeborene sind denn da? Das sind in dem Fall 10, und da zählt man durch, wie viele gehören da eigentlich nicht hin? Das wären die 3. Und dann weiß ich, okay, also in Cluster 1 bei 2500 Gramm wird in 30% der Fälle wohl beschummelt. Und jetzt schaut man, wie viel Geld gibt es da. Also ich nehme meinen Fallpauschalenkatalog, schaue, wie viel Geld kriege ich denn mehr, wenn ich von 2500 Gramm auf 2499 Gramm das Geburtsgewicht ein bisschen runter beschummel. Stell fest, kein Plan, viel mehr Geld. Und dann mache ich das, was Ökonomen immer machen, wir machen einen Graphen. Der hat eine Mehr-Geld-Achse und einen Anteil an Beschummeln-Achse. Wir machen meinen ersten Punkt, halt eben bei 30% und bei viel mehr Geld. Dann gehe ich weiter und schaue mir das nächste Cluster an, schaue mir die nächste Gewichtsschwelle an, 2000 Gramm, schaue wieder, wie viele sind da, wie viele gehören nicht hin, kein Plan, 43%. Wie viel Geld gibt es da mehr? 5 Geld mehr, und mache meinen nächsten Punkt. Und das mache ich jetzt für alle diese Gewichtsgrenzen und für alle Cluster, die ich habe, und stelle dann fest, wenn ich ranzoome, dass man nichts sieht. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen wie viel Geld das Krankenhaus durchs Beschummeln mehr reinholen kann und wie oft sie tatsächlich beschummeln. Ist aber trotzdem interessant, weil, also die schummeln, das hat man glaube ich ganz deutlich gesehen, nur halt nicht so wie wir Ökonomen das erwarten würden. Und was wir uns dann gefragt haben, okay, also da wird beschummelt, das passiert 2000 Mal im Jahr ungefähr in Deutschland, das sind so 10 bis 20 Millionen Euro, die mehr oder weniger ungerechtfertigt von den Krankenkassen an die Krankenhäuser gehen. Wir zahlen ja alle auch da mit rein, wenn wir arbeiten. Von daher kann man sagen, okay, ist schon ein bisschen relevant das Ganze. Aber was wir uns dann überlegt haben, okay, die beschummeln an diesen Grenzen. Das heißt, sie müssen wissen, dass es diese Grenzen gibt. Und wir wollten sehen, hat das dann auch Auswirkungen auf, wie Neugeborene im Krankenhaus behandelt werden. Und vergleichen also die Behandlungsintensität, die so ein Neugeborenes kriegt an den Grenzen. Das wieder mit Graphen. Also wir schauen uns an, auf der Y-Achse sind die Anzahl der Prozeduren, die durchgeführt werden mit dem Neugeborenen. Auf der X-Achse sieht man wieder das Gewicht. Also zum Beispiel bei, ja, ich habe es gesehen, zum Beispiel bei 2000 Gramm. Und plottet das so und sieht dann tatsächlich, dass die knapp unterhalb der Grenze ein angegebenes Gewicht haben, die werden sichtbar intensiver behandelt als Neugeborene, die 1, 2, 5 Gramm schwerer sind. Und dann kann man sagen, okay, dann der Grafik glaube ich nicht, da hast du irgendwie was, eine Linie reingemalt, das kann man natürlich dann auch ausrechnen, ob Widersprung ist, wie groß der ist, und dann stellt man fest, egal wie ich das teste, sind signifikante Unterschiede in der Behandlungsintensität an diesen Grenzen, also eigentlich identische Neugeborene werden anders behandelt. Wir finden auch Mortalitätsunterschiede, also diese Behandlungsunterschiede, die nur durch diese Abrechnungsgrenzen zustande kommen, führen dazu, dass manche Babys halt wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher sterben. Und das ist eine krasse Sache. Wir versuchen gerade herauszufinden, ob es daran liegt, dass Neugeborene, wo man mehr behandeln muss, ob da das Gewicht manipuliert wird oder ob man einfach mehr macht, wenn es weniger wiegt, weil man hat das Geld, oder weniger macht, wenn man weniger Geld hat. Da sind wir noch nicht ganz fertig, wir arbeiten dran, aber hoffen, das herauszufinden. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank an Simon. Auch wir haben ein ganz knallhartes Fallpauschalensystem. 1 bis 10. Nehmt euch wieder eine Minute.
Ruft eure Bewertungen an die Leute mit den Wertungstafeln. Diskutiert ein wenig. Eine Minute ab jetzt. So, wenn wir langsam zum Ende kommen. Okay, jetzt ein Riesen, 10 Punkte. Applaus bitte von allen bis ganz nach hinten für unsere Viertelstämmerin Vanessa Scherbaum. Vanessa, du bist Doktorandin der Neuropathologie von der Universität Düsseldorf. Ja, kommst aber ja quasi aus der Nähe, wenn auch erst aus dem falschen Kulturkreis. Du bist gebürtig aus. Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen darf, aber ich. Ja, das sind nette Leute hier. Ich komme aus Ulm. Das ist okay. Aber ich finde Karlsruhe schön, ja? Wunderbar, ich würde sagen, schon direkt in die Herzen rein. Was macht man eigentlich als Neuropathologin? Ich studiere eigentlich Medizin und in der Neuropathologie mache ich meine Doktorarbeit über Gehirntumore. Das ist nicht okay. Schön. Ja, wir werden uns ein lustigeres Thema aussuchen. Du wirst uns eher in die Welt der Biologie entführen aus deinem vorherigen Leben. Dein Vortragtitel heißt? Kamasutra der Tierwelt. Immer wenn mir langweilig ist im Studium, suche ich mir irgendwelche komischen Themen aus. Wunderbar. Also, wir sind gespannt, was es uns zu bieten hat. Die Präsentation ist bereit. Da liegt ein Schiff. Die Bühne ist bereit? Ja. Ihr seid bereit? Dann bitte jetzt ein großes Auf die Plätze! Science! Also guten Abend, ich werde Ihnen heute erklären, was es heißt, ein Tier im Bett zu sein. Und das erste Tier heißt Papierboot. Es geht aber nicht um diese Boote, sondern es geht um den Argonauten. Hier einmal dargestellt, Deutsch Papierboot. Und die Verhältnisse sehen etwas anders aus, und zwar ist das Weibchen 10 cm groß und das Männchen 2 cm groß. Jetzt fragt man sich, wie soll denn das funktionieren? Das wäre ja so, als würde Marilyn Monroe mit dieser Maus herummachen. Und bitte stellen Sie sich das nicht vor, das ist ekelhaft. Also falls das jemand gemacht hat, das tut mir leid. Um das besser zu verstehen, müssen wir uns einmal das männliche Geschlechtsorgan des Argonauten anschauen. Und das ist der Hektokotylus. Jeder Krake hat einen Hektokotylus, das ist ein geschlechtsumgewandelter Arm. Und dieser Arm besitzt eine Spermatophore, das ist so eine Art Spermienpaket. Und das wird dann einfach beim Weibchen abgestellt, so wie die Post, so wie ein Paket sozusagen. Und dann können die Spermien halt nicht im Wasser wegschwimmen. Ja, und wenn die Post abgeht, dann sieht das so aus. Ja, da sieht man, da oben wird das Ärmchen reingesteckt in die Eierhülle des Weibchens und da unten sieht man dann die Eierleiter und dann kann das sofort befruchtet werden. Und ich finde, das ist schon eine krasse Distanz und trotzdem sieht das Weibchen richtig schön befriedigt aus. Wer kann das bei uns von der Fernbeziehung sagen? Ja, aber gucken wir uns hier einmal ein routinierteres Oktopus-Pärchen an. Die sind das irgendwie schon ein bisschen mehr gewöhnt. Also das wäre der normale Vorfall und nun gucken wir uns den Argonauten an. Feministen werden sich freuen, denn das Männchen wird gar nicht mehr gebraucht. Der Hektokotylus macht sich ohne Männchen auf dem Weg zum Weibchen. Jeder Mann kann vielleicht verstehen, dass man nach so einem traumatischen Ereignis, wenn man sein Geschlechtsorgan verliert, stirbt.
Das ist beim Argonauten leider auch so. Aber der Hector Cottilus findet trotzdem seinen Weg über weite Distanzen. Und weil Sie ja hier auch was lernen wollen und sollen, will ich Ihnen anraten, in Australien aufzupassen, wenn Sie so etwas sehen. Denn dann herrscht Befruchtungsgefahr. Gehen wir lieber zurück in die Kinderwelt. Findet Nemo, das kennt jeder. Oder ist es Findet Neymar? Clownsfish-Forscher haben folgende Feststellung gemacht. Das Weibchen ist die höchste Form der Existenz. Also, das hätte ich denen auch schon früher sagen können. Aber, na gut. Und warum das so ist, das ist folgendermaßen. Clownsfische sind Hermaphroditen. Da steckt das Wort Hermes und Aphrodite drin. Denn erstmal sind das alles Zwittertierchen. Nun wird der größte Clownsfisch zum Weibchen und der kleinste zum Männchen. Wenn das Weibchen jetzt aber sein Habitat in eine Dose zum Beispiel wechselt, dann wird das frühere Männchen zum Weibchen und einfach ein anderer Zwitterfisch zum Männchen. So, da macht eigentlich Findet Nemo gar keinen Sinn. Und deswegen habe ich mir ein neues Ende überlegt. Nemo wird einfach von einem Anglerfisch gefressen. Anglerfische sind sowieso viel cooler, denn sie sind sozusagen die Schönheiten unter Wasser. Selbst die Queen würde vor Neid erblassen bei dieser Hutpracht. Tja, so sehen die Weibchen aus. Die Männchen, ne? Eher nicht so schön, klein, mickrig, wie bei uns Menschen sozusagen. Und ja, da gibt es noch andere Parallelen, denn das Männchen besteht eigentlich nur aus einem Riechorgan und einem Geschlechtsorgan. Und mit dem Riechorgan findet erst dann das Weibchen und dann ist auch der Lebenssinn erfüllt, denn das beißt sich dann fest und dann verschmelzen die Kreisläufe und dann spricht Poseidon Samenspende, bis das der Tod uns scheidet. Ja, das ist für die Männer ein bisschen gemein jetzt, deswegen habe ich jetzt auch mal einen netten Vortrag für die Männer. Das ist der Maulbrüter und warum sind da so Babyfischchen im Maul? Tja, damit man das besser nachvollziehen kann, habe ich für ein paar Zuschauer hier was mitgebracht. Für Vegetarier einmal so eine Banane. Das war schlecht. Das war auch schlecht. Oh, verdammt. Ja, das passt. Ja, getroffen. Gut, und zwar geht es darum, dass der Maulbrüter folgendes macht. Der legt seine Eier ab, das Weibchen, und dann sammelt das die Eier auf. Ja, und dann ejakuliert das Männchen einfach direkt in den Mund des Weibchens. Ist ja eigentlich viel besser, da wird alles befruchtet, alles super, denkt man. Aber manchmal kommt der Kuckuckswels. Und der Kuckuckswels, der legt dann einfach seine Eier da ab, wo das Weibchen seine Eier abgelegt hat. Das nimmt dann die Eier vom Kuckuckswels auf und die Welsbabys fressen dann die ganzen Babys im Maul von dem Weibchen. Und weil wir jetzt gerade schon bei den Vögeln sind, gucken wir uns mal die Vögelchen an, die wir alle lieben und kennen. Die Zweisamkeit, die Monogamie, die Enten. Oder sieht die Wahrheit, oder sieht die Wahrheit vielleicht so aus? Oder so? Tja, die Wahrheit sieht folgendermaßen aus. Hier sehen wir einmal das Geschlechtsorgan des Männchens von der Stockente. Von der Ruderente ist das 42 cm groß. Also ich glaube, da sind manche Männer, würden da vor Neid erblassen. Jetzt fragt man sich, was macht denn das Weibchen damit? Wo soll denn das hin beim Weibchen? Tja, und zwar ist das so, dass die Vagina des Weibchens ist auch so korkenförmig verzogen. Und da ist eigentlich folgender Sinn dahinter. Und zwar, wenn das Weibchen sein Männchen, seinen Partner hat, dann spannt sich die Vaginalwand an. Und dann ist das so wie diese Röhre, die gerade durchgeht. Und dann flutscht das einfach durch und alles ist schön. Wenn jetzt aber ein böser Erpelich kommt und körperliche Übergriffe an dem armen Weibchen ausübt, dann lässt das einfach die Wand so erschlafft, wie wir es bei dem Glas daneben sehen. Und da gibt es sogar Sackgassen und blinde Enden und dann kommt das halt nicht da an, wo es ankommen soll. Und deswegen ist das eigentlich eine schöne, ja, ein Happy End der Entenwelt sozusagen. Und damit komme ich auch zu meinem Ende sozusagen der Vögelei. Und zwar, oh, ich dachte erst, Machete ist ein Tier, aber ich habe gehört, er ist doch kein Tier, deswegen musste ich das dann ändern und habe das zu den Prachtvögeln geändert. Es gibt diese und diese und die Gruppe der Pokémon ist leider schon ausgestorben, habe ich vor kurzem mitbekommen. Und dann fragt man sich, wo gibt es die denn jetzt eigentlich? Also, und da habe ich mal auf der Weltkarte geguckt und ja, es ist eine Insel, aber es ist nicht England. Ja, und man sieht, für diese Insel, Neuguinea heißt die Insel, sind die Prachtvögel wichtig, denn sie sind einmal im Wappen und in der Flagge. Und warum sie auch wichtig sind, ist, weil sie die Erfinder von Dirty Dancing sind. Und für alle Pärchen, die jetzt hier sind, ihr könnt euch jetzt zusammenkuscheln, denn jetzt wird's romantisch.
Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, wie es da jetzt weitergeht, bleibt für die Überlegungen zu Hause überlassen. Wir müssen jetzt leider aus der romantisch verträumten Stimmung wieder zurück in die harte Welt der Bewertungen. Wieder kurze Zeit zum Diskutieren. Wie würdet ihr den Vortrag bewerten? Was habt ihr gelernt? Wie unterhaltsam war es? Was war es für ein Science Slam? Eine Minute Zeit für euch. 100. Wir müssen das noch öfter üben. So, langsam zum Ende kommen, bitte. Und dann wieder zum fünften Mal, der fünfte, vorletzte Vortrag leider schon, aber ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, der amtierende deutsche Meister im Science Slam, Kai Jäger, bitte euren Applaus. Hallo. Kai Jäger, du bist Paläontologe, du forschst am Steinmann-Institut an der Universität Bonn. So echt jetzt, der Name ist der? Tatsache, ja. Hat ein reiner Zufall, aber passt, ja. Wunderbar. Neben deiner Forschung hast du noch ein Hobby, du betreibst Kampfsport, Grappling heißt das. Das hatte ich jetzt eigentlich eher was gedacht, was mit dem vorherigen Vortrag zu tun hätte. Was macht ihr da? Sieht auch ein bisschen so ähnlich aus, ist eine Mischung aus Ringen und Judo. Man versucht, jemanden zu Boden zu reißen und dann darf man, mal abgesehen von Schlägen, alles machen, damit der keine Lust mehr hat. Also Armhebel, Genickhebel, Handgelenkshebel, Kniehebel, würgen, was man möchte, nur damit der andere nicht mehr mitspielt. Ich bin schon nett, ist okay. Gut, ja, vom Publikum trennt dich ja ein Zaun, also wir können dich hier auf der Bühne vollkommen schalten und walten lassen, wie du möchtest. Du trägst uns vor, dein Vortrag heißt Ein Fossil zum Knutschen. Wer hätte es beim Paläontologen gedacht? Seid ihr bereit für seinen Vortrag? Und großartig. Dann ist nochmal ins Zeug legen. Ein kräftiges. Auf die Plätze. Science. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Kai Jäger und ich bin Paläontologe. Und da gehen die Probleme auch schon los. Ein Großteil von euch denkt sich wahrscheinlich gerade, ah, das ist ein Archäologe. Zugegeben, optisch ist die Verwechslungsgefahr recht groß. Allerdings beschäftigen sich Archäologen mit der Geschichte des Menschen, wir befassen uns mit der Geschichte des Lebens. Oder anders ausgedrückt, Archäologen suchen in den jungen Bodenschichten, Paläontologen suchen in den alten Gesteinsschichten. Paläontologie ist nämlich die Wissenschaft, die Geologie und Biologie verbindet. Und das wird besonders spannend, wenn man bedenkt, dass von allen Arten, die jemals auf der Erde existiert haben, schätzungsweise 99% bereits ausgestorben sind und nur noch als Fossilien in der Erde liegen. Wie wird man aber Paläontologe? Fast alle von euch hier waren mal in der Gefahr, Paläontologen zu werden. Im Kinderzimmer. Dinosaurier-Plastikfiguren hatten fast alle, da spielten sich dann solche Szenen ab. Dazu kam dann noch unsere Generation, das war die Generation Jurassic Park und da wollten viele Kinder dann was mit Dinos machen, wenn sie groß sind. Ihr seid erwachsen geworden, ich nicht. Ich habe das mal rausgesucht, Infantilist, jemand, der auf einer kindlichen Entwicklungsstufe stehen geblieben ist. Ich habe mir also gesagt, für seriöse Arbeit, da bist du eh nicht viel zu gebrauchen, du möchtest den ganzen Tag doch nur mit Fossilien rumspielen. Und da fällt auch ein Stichwort, ich habe es eben schon mal gesagt, Fossilien. Hat jeder schon mal gehört? Weiß jeder auch ungefähr, was es ist? Aber was ist das eigentlich genau? Was ist wissenschaftlich gesehen ein Fossil? Da gibt es verschiedene Definitionen. Ja, okay, der Witz kommt nie bei allen an. Ich schätze mal so 4% fanden, das ist echt nicht witzig. Dankeschön. Aber wissenschaftlich gesehen ist ein Fossil alles, was uns ein Organismus irgendwie hinterlassen kann. Bestes Beispiel, Knochen. Klar, kennt jeder.
Aber es gibt viel mehr. Es gibt Schalenabdrücke, Pflanzenreste, Spurenfossilien, Bernstein. Nicht nur mit dem obligatorischen Kleinviech da drin, auch der Bernstein selber ist fossiles Baumharz. Und hier was Kleines, Praktisches am Rande, damit ihr auch was mit nach Hause nehmen könnt. Bernstein ist ja ein beliebter Schmuckgegenstand. Leider gibt es den häufig als Fälschungen. Wenn ihr das nächste Mal auf dem Flohmarkt erkennen wollt, dann nehmt ihr den Bernstein, nehmt eine Lupe und dann schaut ihr ganz genau den Händler an. Wenn der nervös wird, dann ist es eine Fälschung. Optisch ist das echt schwer zu erkennen. Ihr könnt auch ein Feuerzeug dran halten. Wenn es nach Bernstein riecht, dann ist es echt. Allerdings wird dann der Händler als recht nervös. Es gibt auch sowas, Mikrofossilien, und es gibt sowas. Und das ist genau das, wonach es aussieht. Das ist fossile Scheiße und heißt dann auf schlau Koprolit. Wir sehen also, es gibt eine Hülle und Fülle von Fossilien. Aber um die jetzt zu finden, müssen wir erstmal verstehen, wie die entstehen, damit wir wissen, wo wir sie überhaupt suchen müssen. Und da möchte ich mich mal auf die klassischen Sympathietierchen, auf die Dinosaurier, beschränken. So ein Dino muss möglichst spektakulär zu Tode kommen. Dann liegt er da und wenn wir großes Glück haben, wird er mit Sand, also Sediment, bedeckt. Über Jahrmillionen versteinert das Ganze und wenn wir noch mehr Glück haben, kommt es durch Tektonik so an die Oberfläche, dass wir es im Sedimentgestein finden können. Ich suche allerdings keine Dinosaurier, ich suche frühe Säugetiere, man sieht sie da, die zur Zeit der Dinosaurier bereits gelebt haben. Die waren nämlich viel spannender als Dinosaurier. Gut, Reihe 1 guckt mich gerade an wie ein Auto. Hat er wirklich gesagt, so ein frühes Säugetier, zugegeben, die sahen meistens aus wie kleine Ratten, das sei jetzt spannender als hier so ein T-Rex? Ja, denn als Paläontologe habe ich immer die Evolution dahinter im Auge. Das heißt, ich weiß, was aus den Tieren geworden ist. Bei den Säugetieren kam zum Beispiel sowas bei raus. Bei den Dinosauriern, ja. Für alle, die an dieser Stelle jetzt einen Meteoriten erwartet hätten, Vögel sind nicht nur irgendwie mit Dinosauriern verwandt, Vögel sind die direkten Nachkommen der Dinosaurier und damit sind es wissenschaftlich Dinosaurier. Das heißt, wenn ich als Paläontologe so einen T-Rex sehe, habe ich immer latent dieses Brathähnchen im Kopf, ich kann ihn nicht so richtig ernst nehmen und darum habe ich mich auf die Jagd nach frühen Säugetieren spezialisiert. Wie sieht jetzt so eine Fossilienjagd aus? Da habe ich euch mal Bilder mitgebracht, da waren wir 2010 in China und da seht ihr schon mal Regel Nummer 1 bei der Fossilienjagd, man fährt irgendwo hin, wo es schön ist und wo es warm ist. Regel Nummer 2, man fährt irgendwo hin, wo es verdammt gutes Essen gibt. Diese Gelegenheit vor diesem Publikum möchte ich nutzen, der DFG für die Finanzierung dieser Grabung zu danken. Dankeschön. Und natürlich auch herzlichen Dank an meinen Chef, dass er mich mitgenommen hat. Dann fährt man mitten in die Wüste, gräbt alles vom Berg weg, was keine Fossilien enthält, bis man eine fossilführende Schicht findet. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche kleine Tiere, wie Säugetiere, dann grabe ich das Gestein weg, pack das in Säcke und sieb das später durch. Oder ich suche große Tiere, wie Dinosaurier, dann schlage ich das Gestein auf und schaue, ob ich da irgendwo Knochen rausgucken sehe. Wenn ihr jetzt aber nicht sicher seid, ob das, was aus dem Gestein da rausguckt, tatsächlich Knochen ist, dann gibt es einen einfachen Test. Meine Zunge ist leicht an dem Objekt kleben geblieben. Das heißt, da sind Hohlräume drin. Das heißt, es ist Knochen. Für alle von euch, die mich hier gerade so angeekelt angucken, wenn ihr ein Gestein aufschlagt, das Millionen von Jahren alt ist, ist das absolut steril. Ekelhaft wird es erst, wenn man mit mehreren Leuten auf der Grabung ist. Und das ist mir wirklich so passiert. Der Erste sagte, ist das Knochen? Schau mal. Tatsache, Knochen, guck mal. Wow, ihr habt recht, Knochen, Kai, willst du auch mal? Danke, ich glaub's euch. Aber wer das nachher gerne mal testen möchte, kann zu mir kommen, dann kann er zu Hause erzählen, er hat am Dinosaurierknochen geleckt. In China hatten wir allerdings ein kleines Problem. Wir wollten ja Säugetiere finden, wir haben die ganze Schicht abgebaut. So ein Sack, wie ihr da seht, wog etwa 35 Kilo. Ihr seht, das waren ganz schön viele. Die nächste Straße war weit weg. Was macht man? Man heuert einen Kameltreiber an. Der bringt den Fuhrpark vorbei, das Kamel wird beladen, 2 Säcke, 4 Säcke, 6 Säcke und nach dem 6. Sack ist das Kamel schwer begeistert. Und wenn man dann da steht, mitten in der Wüste in China, auf der ehemaligen Seidenstraße und sieht, wie so eine Karawane über dem Horizont verschwindet, dann fühlt man sich doch wieder ein bisschen wie Indiana Jones. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, an Fossilien zu kommen. Der ein oder andere im Publikum hat vielleicht die ein oder andere Leiche im Keller.
Wenn ihr mit einem Paläontologen sprecht, könnt ihr sicher sein, der hat hunderte Leichen im Keller. Ich bin eines Tages bei uns in die Sammlung gegangen, ins Magazin, hab eine Schublade aufgemacht und so bin ich an dieses Tier gekommen. Ja, kann Reihe 1 noch was erkennen? Okay, 5 cm sind zu klein. Hier mal in groß. Henkelotherium, ein frühes Säugetier aus Portugal, in Kohlesümpfen gefunden und schätzungsweise 150 Millionen Jahre alt. Klingt nach viel, ist für einen Paläontologen etwa, ja, letzte Woche. Wir haben dann anderes Zeitempfinden und das ist auch besonders hilfreich, wenn man bei uns mit seiner Diplomarbeit anfängt. Und was uns bei diesem kleinen Tier interessiert hat, war die Frage, wie hat das Tier gelebt? Wie kam das in seiner Umwelt zurecht? Und um das bei so einem kleinen Skelett überhaupt feststellen zu können, steckt man das Skelett am besten erstmal ins CT. CT kennt ihr alle aus dem Krankenhaus. Wir haben eins zu Hause, also im Institut. Das ist ja irgendwann dann das Gleiche. Und das CT erstellt einen Stapel Röntgenbilder. Die kann man zu einer Oberfläche verbinden lassen. Das Ganze konnte ich dann manuell segmentieren und am Ende hatte ich das ganze Skelett als 3D-Modell, konnte es drehen und wenden, wie ich wollte, konnte Messungen durchführen, konnte 1 mm Knochen mit einem 3D-Drucker in groß ausdrucken. Und was uns besonders interessiert hat, war die Frage, war das Tier baumlebend oder war das bodenlebend? Die beiden Hypothesen standen im Raum. Wie teste ich das? Ich messe die Länge der Schwanzwirbel, ob das Tier einen Steuerschwanz hatte. Ich messe die Länge der Fingerglieder, wie gut das klettern konnte. Vergleiche das mit heute lebenden Säugetieren. Erstelle einige wissenschaftlich aussehende Graphen und Balkendiagramme. Und dann, was ist es? Ich meine, ist ja eindeutig. Okay, ich sag's euch, Hypothese 1 ist richtig, es war tatsächlich baumlebend. Ja, und jetzt? Naja, ich kann zum Beispiel sagen, da wo das Tier gelebt hat, standen Bäume. Ja, ist jetzt im Kohlesumpf nicht die spektakulärste Erkenntnis. Aber trotzdem danke für den Applaus. Aber ich kann auch in Zukunft, wenn wir einzelne Zähne oder Knochen von diesem Tier finden, auch wenn wir nichts anderes finden, sagen, da standen zu der Zeit an dem Ort Bäume. Das kann ein kleiner Mosaikstein bei Sachen wie Paläo-Eco-Rekonstruktion sein. Die wiederum können ein kleiner Mosaikstein bei Sachen wie Paläo-Klimaforschung sein. Aber das geht in den angewandten Bereich der Paläontologie. Das klingt schon so nach seriöser Arbeit. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich will mit Fossilien rumspielen. Was mich daran interessiert, ist die Frage der Evolution dahinter. Henkelotherium war nicht unser direkter Vorfahre, auch wenn sich damit wissenschaftlich dann viel, viel mehr Geld verdienen ließe. Es war mehr unser Ur-Ur-Urgroßonkel, also dicht an den Linien, die dann später zu den modernen Säugetieren, also auch zu uns geworden sind. Und wenn wir diesen Anfang der Säugetiere, diesen Dunstkreis vor etwa 150 Millionen Jahren, als sich die frühen Säugetiere immer weiter entwickelten, wenn wir diesen Anfang verstehen können, wie die Tiere da ausgesehen haben, wie sie gelebt haben, dann können wir viel besser die folgende Entwicklung verstehen. Also was mich umtreibt, ist die Frage, wie kommen wir von da oben nach da unten? Und daran forsche ich. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank an Kai. Und bitte auch nochmal einen Riesenapplaus an Yvonne, die ja alles gibt, um unsere Slammer auf ihre Zeitverfehlungen aufmerksam zu machen. Dankeschön. Jetzt wieder für euch eine Minute, eine vorläufige Wertung für Kai. 1 bis 10 Punkte. Was habt ihr gelernt? Wie unterhaltsam fandet ihr es? 100! Wer Mathe-Nachhilfe geben möchte, sollte sich danach einmal hier melden. So, damit wir langsam zum Ende kommen. Und jetzt bitte schnell zum Ende kommen. Und nach einer langen Wartezeit, als letzter in der Reihe unserer Slammerinnen und Slammer, bitte nochmal einen Applaus wie ganz am Anfang für Kolja van Buchel. Dankeschön, Dankeschön. Diesmal hast du sogar meinen Namen richtig ausgesprochen. Ich bin richtig stolz auf dich. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke schön. Ja, seinen Namen spricht man anders, als man ihn schreibt. Anyway, du kommst aus dem schönen Mannheim zu uns. Sehr schönes Mannheim, ja, genau. Mannheim! Aber Karlsruhe ist auch schön, ne? Karlsruhe, ja, ist sehr schön. Ist fast zu schön, oder? Zu schön, um wahr zu sein. Also für mich als Mannheimer. Du bist freiberuflicher Kommunikationsdesigner. Was tust du da? Ich baue PowerPoint-Präsentationen. Zum Beispiel, zum Beispiel. Nee, aber ich mache alles, was kommuniziert. Also Grafikdesign mache ich. Ich mache Webseiten, App-Gestaltung, Plakate. Und es gibt auch etwas genauso Schönes über dich. Du bist seit kurzem verlobt. Jawohl, das ist wunderbar. Und da muss ich der Stadt Karlsruhe nochmal herzliches Dankeschön sagen, weil ich meine Liebste nämlich aus Karlsruhe nach Mannheim entführen durfte. Alte Karlsruhe Studentin, jetzt in Mannheim, es tut mir leid, aber ich muss das tun. Nun gut, ich hoffe, ihr seid glücklich. Ich hoffe, du kannst sie mit deinem Vortrag glücklich machen. Worüber wirst du präsentieren? Über das Nichts. Und damit hast du dich wissenschaftlich beschäftigt? Mehr oder weniger wissenschaftlich. Ich bin ja Grafiker und kein wissenschaftlicher Arbeiter. Deswegen schauen wir mal, wie wissenschaftlich das ist. Aber ich habe mich, hab mich zumindest damit beschäftigt, sagen wir. Es war deine Abschlussarbeit, wenn ich es richtig weiß. Genau, ja. Korrekt. Gut, wunderbar. Dann, deine Folien sind bereit? Sind bereit, ja. Naja, fast. Ja, schwarz, das ist, glaube ich, schon mal relativ viel nichts. Ja. So, bitte, Karlsruhe, motiviert ihn für diesen letzten Vortrag mit einem ganz kräftigen auf die Plätze. Science! Yeah! Dankeschön, dankeschön. Nichts. Nichts. Und wieder nichts. Wo muss ich denn hindrücken? Hier, ah. Ihr fragt euch, warum sollte man sich denn mit dem Nichts beschäftigen? Ich kann es euch sagen. Wie gesagt, ich bin Grafikdesigner. Und jeder von euch, der ein bisschen kreativ ist oder generell jeder auf der ganzen Welt, hatte schon mal das Problem, er sitzt vor einem weißen Blatt Papier und weiß nicht, was er tun soll. Weil dieses Nichts einen erstmal blockiert. Alice sagt im Wunderland, ich kann nichts sehen. Darauf die Grinsekatze, du hast aber gute Augen. Ja? Dieses Nichts zu sehen ist in der freien Wildbahn aber erstmal gar nicht so einfach. Wir können da rumschauen, da finden wir keine Schilder, da geht's zum Nichts. Wir finden das in der freien Wildbahn einfach nicht. Warum das so ist, hat schon versucht Aristoteles zu erklären. Der hat damals gesagt, die Natur hat eine Abneigung gegen das Nichts, den sogenannten Horror Vacui, also die Angst oder die Abneigung gegen die Leere. Überall da, wo Platz ist, macht die Natur den Äther rein. Das war damals das fünfte Element, womit alles erklärt werden konnte, zumindest auch das Nichts. Aristoteles Vorgänger, so der alte Grieche Parmenides, war ungefähr so der Godfather auf altgriechische Philosophie, der sagte, wenn wir über das Nichts sprechen, dann ist es ja wieder etwas, weil wir dem Nichts ja schon wieder eine Bedeutung geben. Das heißt, das Nichts kann überhaupt nicht existieren. Ja? Das Nichts muss man sich so vorstellen, es gibt ein Nichts, wo etwas war und es gibt ein Nichts, wo etwas wird. Das Nichts, wo etwas war, ist für uns immer am schwierigsten, weil als Beispiel, ein Mensch ist fort, ob er gestorben ist oder uns einfach verlassen hat, da wo er war, da wo er gewesen ist, hinterlässt er in uns einfach so ein wirklich Nichts, ein kaltes Nichts. Das Nichts, mit dem wir uns viel lieber beschäftigen wollen, ist das Nichts, wo etwas wird, das Nichts als Potenzial. Ob das jetzt eine Leinwand ist, die wir bemalen wollen, oder ob das ein Gedanke ist, der gedacht werden will, oder ob es einfach ein leerer Raum ist, der gestaltet werden will von uns. Das Nichts bietet Möglichkeiten zur Entfaltung, zur Kreativität. Und das Nichts hat einfach Potenzial. Der Denker Hegel, ihr kennt ihn vielleicht, der hübsche Mann hier unten rechts, der hat gesagt, das Nichts ist ein Moment im Werden. Super schöner Satz, womit er sich auch ganz klar auf die positive Seite der Nichtsbetrachtung gestellt hat. Wo das Nichts einen eher schwierigen Stand hat, ist im Christentum. Ja? Nachdem der liebe Gott nämlich am ersten, laut Buch Genesis, ja, am ersten Tag hier die Erde vom Himmel getrennt hat und in den nächsten 6 Tagen das restliche Universum erschaffen hat, setzt er sich am 7. Tag zur Ruhe und ist seitdem einfach überall, allgegenwärtig zu jeder Zeit. Das heißt, der gute Christ sagt, das Nichts kann es ja gar nicht geben, weil Gott überall ist. In den östlichen Religionen sieht man es nicht ganz so streng. Zum Beispiel hier die vielarmige Göttin Kali aus dem Hinduismus ist auf der einen Seite die Zerstörerin, die den Tod und das Ende bringt, aber ist auf der anderen Seite auch die Erlöserin, die einen aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten befreit.
Also hat das Nichts da auch was sehr Positives. Generell im östlichen Raum gibt es noch den Buddhismus zu erwähnen, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Da versucht man ja durch Meditation einen Zustand der Leere zu erlangen. Von loszulassen von allem, was einen irgendwie festhält und einfach dieses Nichts in sich aufzunehmen. Als gutes Beispiel dafür kennt ihr vielleicht alle den Zen-Buddhismus. Die haben so kleine Kästchen für eure Schreibtische gebastelt mit Sand drin und so einem kleinen Rechen, denn die stehen überall rum. Das ist Zen-Buddhismus. Der Zen-Buddhismus hat ein Werk, das Tao Te Ching. Da möchte ich euch einen Spruch vorlesen, den habe ich mir leider nicht merken können. 30 Speichen umgeben eine Narbe, in ihrem Nichts besteht des Wagens Werk. Man höhlet Ton und bildet ihn zu Töpfen, in ihrem Nichts besteht der Töpfewerk. Man gräbt Türen und Fenstern, damit die Kammer werde, in ihrem Nichts besteht der Kammerwerk. Darum, was ist, dient zum Besitz, was nicht ist, dient zum Werk. Bedeutet, alle diese Objekte sind nicht durch das wichtig, was sie sind, sondern durch das, was sie nicht sind, also durch das Potenzial, was sie bieten. Davon habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen und ein paar Kunstwerke geschaffen, zum Beispiel diese Sanduhr. Diese Sanduhr ist komplett gefüllt mit Sand, das heißt, sie hat kein Nichts mehr. Wenn man die dreht, passiert absolut nichts. Da ist die Frage, ist es noch eine Sanduhr? Weil sie misst ja keine Zeit mehr, weil ich das Nichts entfernt habe. Also das Wichtige an der Sanduhr ist eigentlich nicht der Sand da drin, sondern das Nichts, wo die Bewegung ja stattfinden kann. Das Nichts ist generell eine merkwürdige Sache. Weil auf der einen Seite ist das Nichts das Gegenteil von allem. Ja? Also von der ganzen Welt, von euch allen, von uns hier, Belichter, alles. Von der ganzen Welt. Und so groß wie das Nichts ist, so groß wie das Alles ist, so groß muss auch das Nichts sein. Ja? Das Nichts kann aber auch das Gegenteil von etwas ganz Bestimmtem sein und das kann auch was ganz Kleines sein, zum Beispiel diese Banane. Und dann kann auch das Nichts ein ganz Kleines sein. Wenn man sich versucht, das Nichts mal vorzustellen, habe ich so für mich mal versucht, ich habe mir alles vorgestellt, was ich kannte. Ich habe mir 1000 Menschen vorgestellt, ich habe mir einen Turm vorgestellt, ich habe alles aufeinander geschichtet, wo ich an einem Tag dran vorbeigefahren bin, auf der Autobahn, alle Autos, alle Bäume, einen riesigen Haufen gemacht und dann von einem auf den anderen Augenblick habe ich es einfach verpuffen lassen. Und in diesem ganz kurzen Augenblick, bevor du an das Nächste denkst, da spürst du so ein bisschen von dieser Leere, von diesem Nichts. Das Nichts sichtbar zu machen, haben sich schon ganz viele Leute mit beschäftigt, zum Beispiel der Künstler Kasimir Malevich. Der hat ein schwarzes Quadrat gemalt. Das schwarze Quadrat als das Alles und das Weiße außenrum als das Nichts. Dieses Weiß hat Robert Rauschenberg in einer siebenteiligen Gemäldereihe, hier ist nur ein Ausschnitt davon zu sehen, hat er auf die Leinwand gebracht und wirklich im Museum hängen gehabt und war recht erfolgreich damit. Das gleiche Prinzip gab es auch im Bewegbild. Nam June Paik, ich zeige euch einen kurzen Ausschnitt seines Films, hat einen Film gemacht, einfach nur eine leere Projektorrolle, die ist gelaufen und über die Jahre, über die Zeit, wie die da lief, haben sich Härchen und Staub drin verfangen. Das seht ihr da ab und zu flickert so ein bisschen, das ist wirklich gewollt. Und da wird aus dem Nichts einfach über die Jahre ein Etwas. Das Ganze hat auch ein Komponist versucht, hörbar zu machen. Drei Sätze voller Pause. Ja. Da steht ein Flügel, da kommt auch jemand hin, setzt sich an den Flügel und er spielt einfach nichts. Der klappt den auf, sitzt da, das Publikum wundert sich, räuspert vielleicht, hustet, hier und da wird ein Bonbonpapierchen aufgemacht. Der Künstler klappt den Flügel wieder zu und geht. Und das war die Vorstellung. Aber Kunst darf das. Na gut. Andere Sache, wie man es hörbar machen kann, durch Lautgedichte. Das Nichts wird da, beziehungsweise das Gedicht, was ihr hier lesen könnt, zumindest den Anfang, das schöne Lalula. Kroklofavzi sememimi, sajokrontro prafriplo, bifzi bafzi hulalemi, quasti basti bo. So geht es ein paar Zeilen und hat ja keine Aussage, aber trotzdem hat es vielleicht in dem einen oder anderen eine Wirkung. Und diese Wirkung, die da erzielt wird, ist ja in einem selbst. Das heißt, es ist nichts, was dort ausgedrückt wird, hat trotzdem was in dir selbst ist, schon rausgeholt. Und von diesem Nichts ist auch in uns selbst ganz schön viel drin. Dankeschön. Zum Beispiel dieser Diamant. Ja, der denkt jetzt, oh, ein Diamant ist sowas Hartes. Wenn wir da reinzoomen, sehen wir Moleküle, ein Kristallgitter und zwischen diesen Atomen nichts. Wenn wir jetzt in so ein Atom wieder reinzoomen, hier Zelle, bla, nee, hier, wie heißen die Elektronen und so, wirbeln rum und dazwischen nichts.
Das heißt, alles ist fast nichts. Ja? 99,9% Leere in uns allen, in dir, in hier, in da, überall. Und wenn wir dieses Fast-Nichts auf eine größere Ebene, durch ein perfektes Vakuum auf eine größere Ebene versuchen auszubreiten, dann können wir interessante Beobachtungen machen, nämlich Quantenfluktuationen. Oh, klingt das gut. Da poppt aus dem Nichts einfach ein Teilchen und ein Antiteilchen auf und im nächsten Moment verschwinden sie, ziehen sich an, ist auf einmal plötzlich weg. Das heißt, in diesem Nichts ist das Potenzial ja für etwas drin. Das heißt, es könnte aus dem Nichts einfach was entstehen. Eine Theorie ist, dass unser Universum genauso entstanden ist. Das heißt, unser Universum könnte eine Schwankung im eigentlich Nicht-Existenten sein. Was auch bedeutet, dass plötzlich das Anti-Universum aufploppen könnte und unser Universum einfach von einem auf den nächsten Moment auslöschen könnte. Was aber jetzt gar nicht so eine schlimme, so ein schlimmer Gedanke ist, weil der Gedanke, der mich oder euch vielleicht auch viel, viel mehr berührt oder wovon ihr mehr Angst habt, wenn eure Freundin kommt, Gesicht macht und ihr fragt, Schatz, was ist denn los? Nichts. Oh, scheiße, okay. Das ist nämlich das Nichts, von dem ihr eigentlich Angst haben solltet. Aber Schatz, entspann dich. Soweit, so gut. Weil Entspannung tut gut. Weil das liebe Nichtstun dürft ihr auf keinen Fall auseinanderlassen, außer Acht lassen. Ich hoffe, jeder von euch kennt diese Abfolge. Ich habe das euch nochmal so als Anleitung aufgezeichnet für zu Hause zum Nachmachen. Denn nur das Nichtstun lässt einem ja auch wieder Platz haben für neue Ideen, für neue Gedanken. Und um was zu schaffen, muss man eben manchmal sich auch einfach mit der Leere auseinandersetzen. Deshalb möchte ich sagen, liebes Nichts, ich danke dir für alles und euch danke ich fürs Zuhören und ich hoffe, ihr mögt das Nichts genauso wie ich. Dankeschön. Vielen Dank an Kolja. Dankeschön. Ja, wie wollt ihr das Nichts bepunkten? Eine Minute Zeit, 1 bis 10 Punkte. Überlegt euch erstmal noch kurz eine vorläufige Wertung. Dann bitte zum Ende kommen. Das waren 6 vorläufige Bewertungen. Ihr habt jetzt nochmal 2 bis 3 Minuten, geht sie durch. Im Vergleich der Vorträge überlegt euch, war die 7 vielleicht auch eine 8, war die 9 vielleicht auch eher eine 8. Um nochmal kurz euch die Vortragenden in Erinnerung zu rufen, bitte ich als erstes nach vorne Gerrit Lemke, der uns von seinen Heldentaten berichtet hat über Politiker, Pornofilme und seine Promotion. Bitte einen Applaus für seinen Vortrag. Als zweites ist das aufgetreten Anastasia August. Sie hat uns in ihrem simulierten Slam, der ganz nach den Gesetzen der Natur ausgerichtet war, gezeigt, was man da vielleicht auch noch in den Materialwissenschaften reisen kann. Bitte nach vorne und deinen Applaus. Als drittes Simon Reif, der uns erklärt hat, wie man mit Neugeborenen bescheißen kann. Ich glaube, er hat geschummelt gelernt. Vanessa Scherber war als 4. an der Reihe. Sie hat uns beschrieben, wie Tiere im Bett sind. In der Tiefsee geht's rund. Bitte ihren Applaus. Als 5. hat geslammt Kai Jäger, unser infantiler Knochengräber. Und gerade eben gehört, bitte trotzdem nochmal einen Applaus, Kolja van Buchel, ein Hauch von nichts.
So, 2 bis 3 Minuten. Drängt euch ruhig den Leuten mit den Wertungstafeln auf und gebt ihnen eure Meinung mit und dann werden wir sie bald hier einsammeln. 2 bis 3 Minuten, ab jetzt. Und dann kommt ja. Okay, wir sind langsam schon eingekommen. Langsam zum Ende kommen. Dann bitte ich eure Bewertungen für Gerrit Lemke. Jetzt jeweils bitte die großen Täfelchen in die Höhe halten. So, bitte alle in die Höhe. Wenn ihr da hinten von stehenden Leuten verdeckt seid, vielleicht ein bisschen nach vorne kommen. Das wäre ganz hilfreich. Dann können wir jetzt auch die Wertungen einholen. Und ja, jeweils dann bitte die Kärtchen nach unten nehmen, wenn ich auf euch gezeigt habe. Wir kriegen es hoffentlich hin. Also, für Gerrit, einmal die 6, einmal die 8, einmal die 5, die 6, die 7, nach unten, danke, die 6 hier vorne, danke, die 7 dort hinten. Oh, eine beleuchtete 8, bitte einen Applaus für die beleuchtete 8, Dankeschön. Die 6 hier vorne, Dankeschön. Die 7 dahinter. Ach so, okay, ihr habt nur umgetauscht, gut. Das sind die Bewertungen, dann für den zweiten, ja, das Ergebnis wird diesmal noch nicht gezeigt. Für Anastasia August, bitte eure Bewertungstafeln jetzt als Zweite an der Reihe. Bitte wieder 10 Tafeln. Einmal die 6. Dankeschön, da vorne runter. Und wieder ein Applaus. Diesmal blinkt die 6 sogar. Dankeschön, auch wieder nach unten. Die 4, ernsthaft? Die 5. Nochmal die 5. Die 6. Die 5. Ich glaube, die 6 hatte ich schon. Nochmal eine 4. Eine 6. Und noch eine 4. Okay. Jetzt eure Bewertungen für Simon Reif als Drittes an der Reihe. Bitte wieder 10 Bewertungstafeln. Einmal die 7. Einmal die 8. Einmal die 9. Und die 10. Eine 8. Eine 7. Eine 8. Eine, naja, hier vorne eine 8. Dahinter eine 9. Und das da hinten ist auch eine 9, da ist irgendwas davor. Ja, das ist eine 9.
Okay, es wird spannend. Als Viertes an der Reihe, Vanessa Scherbaum, bitte eure Bewertungen für Sie jetzt. Einmal die 8. Dankeschön. Die 6. Dankeschön. Nochmal die 6. Dankeschön. Die 5. Die 7. Die 7. Die 6. Die 6. Die 8. Und dort hinten noch einmal die 9. Ja, man kann, ich finde, stimmt, wir haben es bis jetzt nicht gemacht. Das wäre jetzt ein bisschen unfair, deswegen klatscht doch jetzt bitte nochmal so richtig. Tatsächlich aber auch für alle, die wir bisher aufgezählt haben, wir haben es den ersten tatsächlich einfach unterschlagen. Das ist ein bisschen. Also, bitte nochmal für Werner, Anastasia, Simon und Vanessa. Wohl geehrtes bei euch alle. Ich hoffe, das ist okay. Okay, aber jetzt eure Bewertungstafeln für Kai Jäger: einmal die 8, die 9. Die 9, die 9, die 9, die 8, dort hinten die 9, zweimal die 10 und einmal die 9. Wir sind gespannt, ja, jetzt auch. Als Letzter ist aufgetreten Gerrit Lemke. Bitte eure Bewertungen für ihn jetzt. Was? Oh, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Kolja war natürlich als Letzter an der Reihe. Eure Bewertungen für Kolja, gerade eben aufgetreten, ein Haufen von nichts. Die 8. Die 7. Die 7. Dort hinten die 8. Hier die 9. Dort die 7, dort hinten die 8, nochmal eine 8, ah, da wurde eine 10 spontan enthüllt und eine 9. So, vielleicht kann man es schon erahnen, ich kann es tatsächlich, ich habe es tatsächlich noch nicht im Kopf überschlagen, aber ich bitte euch, jetzt nochmal um einen Applaus für alle unsere Slammerinnen und Slammer heute Abend und sie sollen auch nicht mit leeren Händen nach Hause gehen, deswegen wirklich um die Preise für alle Slammer. Wir haben das wunderbare Buch What If, ist von dem Zeichner von XKCD. Er erörtert auf humoristische und doch auch wissenschaftlich akkurate Weise in diesem Buch Fragen wie: Hätten wir genug Energie, um die ganze Weltbevölkerung von der Erde wegzubefördern? Oder wann, wenn überhaupt, wird Facebook mehr Profile von Toten als von Lebenden enthalten? Die Antworten darauf sind hier akkurat beschrieben und bitte für jeden von euch ein Buch. Vielen Dank. Und nochmal Applaus, da müssen wir jetzt eine Runde, also Applaus brauchen wir jetzt noch eine Handvoll. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, welcher unserer Slammer gewonnen hat. Schauen wir auf das zweite Tabellenblatt. Und unser Gewinner am heutigen Abend ist der amtierende deutsche Meister. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt im Science Slam. Kai Jäger, bitte, das ist dein Applaus, Kai. Das ist gut. So. Wenn jetzt jemand von euch schnell im Kopf rechnen ist, vielleicht hat auch schon jemand gerade gedacht, das ist falsch. Nein, ist es nicht, ich muss noch erklären. Wir machen hier, wie zum Beispiel beim Skispringen, teilweise auch beim Poetry Slam, das ist nicht einfach die Summe aus allen 10 Bewertungen. Wir wollten verhindern, dass sich einer mit gekauften Fans irgendwie eine Bewertungsgruppe erschleicht oder aufgrund irgendeiner politisch unliebsamen Äußerung vielleicht von einer Gruppe gedisst wird. Deswegen wird bei der Bewertung in jeder Reihe einmal die niedrigste und einmal die höchste Bewertung gestrichen und damit nur die mittleren 8 Bewertungen in die Gesamtsumme einbezogen, um es so ein bisschen fairer zu machen, aber auch damit hast du gewonnen und ich darf dir den Pokal des Effektes Science Slams verleihen. Und du hattest kein Audio in deiner Präsentation, aber damit du dir vielleicht auch noch mal ein bisschen Audio so anhören kannst, ein Video- und Audio-Player. Viel Spaß damit, bitte noch mal einen Applaus für Kai Jäger. Und wir haben natürlich noch einen Teamwettbewerb. Team Karlsruhe gegen Team Deutschland. Vielleicht hat es auch schon jemand zusammengezählt. Ich glaube, ich weiß, wie es ausgeht. Lasst uns bitte die Teambewertung einblenden.
Es war ein harter Wettbewerb. Unser Team Deutschland mit Kai hat sich durchgesetzt. Karlsruhe, wir müssen Großmut zeigen. Wir müssen auch für das andere Team klatschen. Bitte einen Riesenapplaus für unser Team Deutschland. Und da ihr schon so viel mit nach Hause schleppen müsstet, ist euer Preis etwas, was ihr hier gleich auf der Bühne anwenden könnt. Das ist euer Teamgewinn. So, vielen herzlichen Dank an euch für den Auftritt, vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Vielen herzlichen Dank und bitte nochmal ein letztes Mal eine Runde Applaus. Und zwar für Yvonne, die unsere Zeit gemessen hat, für all unsere 10 Leute, die hier die Bewertungen eingesammelt haben, für unser großartiges Team hinter der Bühne, die uns trotzdem Probleme geholfen haben, hier noch fast in Time anzufangen. Es war ein wunderbarer Abend und alle Leute, die heute ein Klemmbrett hatten oder eine... Die Wertungstafel kommt nach vorne, gebt sie hier ab. Wir haben dann auch noch einen kleinen Gutschein für euch als Dank für eure großartige Tätigkeit. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Science Slam wieder dabei, dann im Jubitz. Ansonsten geht es hier gleich weiter mit der Roboterbat Compressor Head und danach mit der Zukunftsnacht mit verschiedenen Dingen. Viel Spaß, schönen Abend, bis bald!